Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von TTT hier auf Grimms Butterfly Gaming oder auf Elcedo.ch. Ich komme auf den scheiß Tisch! Ja, es gibt schon Rage, nicht, man hört's. Wir können einen Deal machen. Was für ein Deal? Deal or no Deal oder was? Ja, komm mit hier rein, mach die Tür zu. Komm. Komm mit rein und mach die Tür zu. Nee, ich mach. Wenn du hier rauskommst, mach ich die Blende. Warte, ich komm rein, dann mach ich die Blende. Denn ich ruf, wenn ich hopp. Wo zum Fick seid ihr? Ich hab keine Ahnung. Hier ist dunkel. Was macht ihr? Mit dabei sind wieder dunkel. Alle wie beim letzten Mal. Havok, Lord und ich von Crimson Butterfly Gaming und der Elcedo.ch von Elcedo.ch. Das ist aber lang. Ah! Der benennt sich dann selber nach seinem Kanal, also. Also ich heiße sonst Zedu. Außer Gronk. Also. Aber sonst würde er Masochist heißen, aber. Oder Schweizer. Ja, stimmt. Ich habe immer noch Hallo. Keine geile Waffe. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich Bock, mir ins Gesicht zu schießen. Do it. Kann nur richtig sein. Kann nur richtig sein. Kann nur richtig sein. Ich kann die Map nicht machen. Ich bin immer tot! Ich kann nur die alte Map sagen. Dann kann es wirklich nur richtig sein. Ja, der ist es! Wo ist er? Der, keine Ahnung, der Richtung Mitte, irgendwo her. Wo ist der Drecksack? Das gibt eine Vendetta! Blutrache, das will ich sehen. Hab ich da gerade um einen lang gelaufen sehen? Nee, hab ich nicht. Meinst du das vielleicht im Traitor-Raum so? Rein oder so? Was für ein Traitor? Ey, wieso wisst ihr, dass es überall Traitor-Raum gibt? Ich kenn die Maps nicht mal, ich kenn die alte davon. Ist die Rutsch auch wieder im Traitor-Test? Da ist einer beim Spawn! Hast du eine Pistole, Wilhelm? Ich hab ne Deagle gerade. Ja, hinter dir, da wo beim Eingang war der. Da hinten. Ja, direkt beim Eingang. Ich hab ihn gegeben, der ist direkt beim Spawn, ich komm gerade durch den Gang auf ihn zu. Der hat irgendwas in der Hand zum Werfen, ich weiß nicht, ob es eine Taube oder so ist. Ja, da ist eine Taube, da ist eine Taube! Duck dich irgendwo hinter der Wand. Geh nicht. Schießt du gerade noch auf den? Bist du gerade echt gestorben? Ist es dein Ernst? Hm? Nein! Oh, sehr gut. Der hatte Taube im Nahkampf auf mich benutzt. Ich habe ich doch gesehen. Ich habe noch einen vorbeilaufen mit dem in der Pistole. Deswegen wusste ich nicht, ob du das hast oder irgendwer anders. Ja, der hat die Tür aufgemacht und die Taube gezündet. Ich dachte, ich wäre nah genug dran, dass ihn das killt. Aber der hatte noch rotes Leben und hat sich dann wieder vollgeheilt da hinten. Ich hasse dich. Ja, vor allem, ich bin erst an der Leiche. Bin zuerst an der Leiche vorbeigelaufen, auf einmal kommt hinter mir ein Zug. Also, so voll easy, ich sag noch Hi und der schießt ihn gerade so instant. Vor allem, während ich am Hi sagen war. Oh no. So was unfassbar Hinterhältiges. Wieso? Typisch Schweizer. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Weißt du, neutral. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Neutral, mein Ass. I'm here to... Sei nur neidisch auf den Ruf. Also ich muss sagen, die Waffensituation auf dieser Map ist relativ scheiße. Ja? Ich habe noch in keiner Runde eine Shotgun gefunden oder... Ich muss ewig suchen, bis ich eine Deagle habe. Ich hab vielleicht gerade Cedo erschossen. Ja? Was hast du gemacht? Hat er Second Chance oder ist er innocent? Ich glaube, er ist aber innocent. Okay, aber ganz ehrlich, entschuldige ich, lass durchgehen. So jetzt nicht, Kollege, so diesmal nicht. Oh, ja. Das voll rassistische Spruch, wenn ich das gebracht habe. Ich hab den Bumerang zuerst daneben geschossen, es tut mir leid. Ey, das ist ziemlich aber unkoral von dir, komm mal her. Ich treffe aber nicht. Oh nice, der Bumerang. Oh no. Ja, mit der Shotgun rollt man einfach. Ja, auf der Distanz schon. Da hat er mich echt erwischt, als ich versucht habe, die Disco aufzuwerfen. Aufzuheben.
Ja, warte, was blöde war, gerade jetzt einen Kern mitkriegen, also der Plan war, ich kill dich mit dem Bumerang, weil es vor deinen Füßen liegen geblieben. Ja, hättest du einen Schritt in die andere Richtung gemacht, hättest du ihn aufgesammelt. Wieso bräuchte das Licht an? Ich will vorwärts laufen. Entschuldige mich für diesen random Kill. Nee, war legitim. In meinem tiefsten Herzen war, aber ist auch legitim. Ja. Im tiefsten Herzen war es Rassismus, ich weiß es. Das ist kein Rassismus, das nennt man. Es ist kein Rassismus, das war es. Das nennt man? ich überlege noch, das muss einen anderen Ausdruck geben, glaube ich. Schmeiß. Wer war das? Keine Ahnung. Welcher Arsch mit Ohren war das? Bei was? Aber ganz ehrlich, ich sterb jedes Mal am Anfang, weil ich nie die richtigen Waffen finde. Bis ich meine Waffen gefunden habe, bin ich dann immer tot. Ich bin aber immer noch auf Waffensuche. Frage, ist die Rutsche immer noch so Trader-Chest-mäßig angehaucht? Weiß ich nicht. Rechts oder links? Weil ich kenne die Maps so vom Aufbau her noch gar nicht. Ich kenne so noch die alte und die, wo man irgendwie generell kennt. Du es nicht. Negev! Negev! Jetzt brauche ich noch eine Diegel. Diegel! Habe ich mir gerade geholt. Diegel! Aber ich muss echt mal sagen, so, ich würde mal gerne in ein Bad gehen, wo so aussieht mit den damit so Steine und. Hat gerade jemand gesnipert? Das Gefühl hatte ich auch. Da ist gerade ein Schuss eingeschlagen bei mir. Ich muss sagen, dass. Der Schweizer hat auch noch Sniper, oder? Ja, und jetzt haben wir noch mal geschossen. Weißt du, der Name ist schon längst Geschichte, jetzt wird er nur noch der Schweizer genannt. Ich glaube, das klingt daran, weil ich den Namen eigentlich von dem noch gar nicht kenne. Cedric. Hallo. Cedric. Die Sache ist auch, der Schweizer ist halt alles so herablassen wie der Ösi. Okay. Der Ösi ist echt so. Ich bin durch den Rechten, vielleicht werde ich geproofed. Was teilweise die Österreicher den Deutschen sagen, sind Ponys. Okay, ich glaube, der Linke ist der einen prüft. Also ich bin durch den Rechten gekommen. Ich geb 50% auf Lord. Bin's 50%? Nicht. Ja? Nein! Cedric war's. Ah, die anderen 50% bei der hat er gerade die scheiß Crossbow rausgeholt, wollen sich da hochrangeln. Die steht direkt hinten. Ja, es geht. Man kann sich auch als Traitor hoch teleportieren, aber. Wollt man die Crowbar ausprobieren? Ah, übrigens war ich der, der gesnipert hat. Ach. Nee, okay, die Rutsche macht keine Geräusche mehr, also das ist kein Traitor-Tester mehr. Jetzt will ich auch mal eine Waffe haben. Ein Traitor-Test ist schon cool, wenn man zwei Traitor ist, aber wenn man nur einer ist, ist das voll doof, weil. Ja, es ist bei der Masse ist im Prinzip ein bisschen schwer, weil man das halt nicht perfekt ist. Ich genauso. So, du hast gerade ein Todesurteil unterschrieben, Wilhelm. Ja, sicher. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. What's that from the future? Oh Gott. Wenn die Negev spricht, sind alle still. Hatschuh! Pass auf. Ich will immer noch eine Diegel. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab eine. Wo bekommt ihr die denn immer her? Vom Boden. Oh Mann, ich würde dir da liebsten mal so ein. Den Kommissar machen mit dem liebsten mal. Was ist der Kommissar? Du weißt ganz genau, was das ist. Nein! Ach, du meinst, so wie der Film das immer gemacht hat. Ja, gut, okay, ja, der Kommissar. Hast du eine Diegel für mich? Geh zurück an Front. Hast du eine Diegel? Ja. Nein, sie haben es gepatcht. Bei der Remastered geht das nicht mehr, hä? Nee, schade. Ich mag das Versteck. Okay, da muss ich die klassische Map auch nochmal raussuchen, weil das ist echt überlastet. Okay, ihr habt einen Schuss frei. Echt okay. Legendär, gell? Okay. Wir beide sind gut. Was meinst du, Cedric? Okay, du bist. Okay. Okay. Warte, Cedric, komm mal mit. Okay, und? Auf wen gehen wir jetzt? Du weißt doch, wie wir mal geredet haben. Hier, Lord, auf wen gehen wir? Ich weiß es noch nicht. Du gibst hier nicht knapp ab. Ich glaub, Cedric. Der hat zu lange schon nichts mehr gemacht. Ja. Siehst du, immer auf den Ausländer. Immer, das habt ihr Deutschen von Natur aus schon so. Ach, sind wir jetzt auch nur die Deutschen, ne? Ja, ich sag nicht mehr Namen, ich sag nur, ich spiel mit den Deutschen.
nee, kann man die Deutschen schon man, wieder. Kann man einen Turm bauen, um da hochzukommen? Ich würde hier ehrlich gesagt lieber gerne eine Mauer bauen gerade. Also, oder was? Also das, können wir, Deutschen halt am besten eine gute Mauer bauen. Nee, ja, deswegen, die Partei ist auch immer noch dran, die wieder aufzubauen. So. Wo zum Fick seid ihr? Seid ihr da oben auf der Rutsche? Nee, das ist Havok. Wir bleiben hier, oder? Nein. Einer von euch beiden ist es. Ich mache euch beide mal auf Suspekt, weil dem Cedric vertraue ich gerade mal die Runde. Suspekt und Suspekt. Achtung. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich hintergangen. Achtung, aber Achtung, Achtung. Ja, ich will hier nur zur Seite. Die sind da wahrscheinlich irgendwo in einem Raum drin. Ey, das kann doch nicht sein. Wo sind die denn? Cedric, wir haben ein Problem. Ich weiß es nicht. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ob er uns bemerkt hat? Ja, was seid ihr? Was vorbereitet? Ich zu. Ja. Willst du als Türmchen auf mich drauf? Ich hab nee, nee. Das hier, guck mal dem Dingsumsraum mit dem in den Wartungsraum. Hier ist nichts drin. Einer von den beiden muss es sein. Was da? Da ist nichts. Können sie auch von da kommen? Ich glaube nicht. Kannst du da oben nichts sehen? Nichts, hier ist keiner. Da oben? Wo ist der? Fick? Wahrscheinlich steht einer bei der Rutsche. Sind die auf dem Vordach? Was? Vordach? Ja, die sind hier oben! Wo? Die haben sich eine Kistenburg gebaut! Oh nein, die wissen's! Nein! Jetzt sehe ich euch! Nein! Hallo! Hallo! Nein, Mann! Wollt ihr mal eine Smoke-Granate haben? Ist wirklich eine Smoke? Ja, ist eine Smoke. Boah, einer von den beiden muss es sein. Wir beide haben uns jetzt hier die ganze Zeit versteckt. Ich glaube echt, dass Cedric innocent ist. Das wäre zu krass. Die Versuchung wäre zu groß. Ja, ich glaube echt nicht, dass einer von uns beiden das ist. Also die Versuchung wäre echt zu groß gewesen. Space war ein bisschen kleiner, ne? Das muss man richtig in die DDR-Feeling. Aus der DDR-Feeling, mein Jüder. Man kriegt Daten, wenn der Christoph einen zurollt. Warte. Oh, das war Wahnsinn. Ich hab den Kommissar gemacht. Okay. Du bist ein Spielfall, der aber. Das war. Dafür werde ich dich das nächste Mal einfach töten, weil ich Verdacht habe. Na ja, gut, da haben wir. Aber okay, sobald ich Verdacht habe, hab ich mich aber gelesen, ne? Schön, dass du mir vertraut hast. Das mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich Verdacht gegen dich habe. Ja, tut mir leid. Das mache ich jedes Mal, wenn ich Verdacht habe. Du schießt dir in den Kopf. Nein, die Versuche waren zu groß. Wir haben doch gesagt, wir machen den Dings weg. Ja, aber du das hat er. Du hast eine Abmachung gebrochen. Ohne Witz. Sie wollte mich killen, wer ist das schon? Nein, wir wollten das noch legitim. Kann man sowas noch fair spielen, Benny? Es war zumindest mit dem. Ich hab Verdacht, mein Bruder, es ist hundertprozentig. Random Kill und trotzdem richtig gelegen, Wahnsinn. Das war kein. Ich hatte den Verdacht gehabt und ich habe den Kommissar gemacht. Oh, das ist jetzt 100%, jetzt 100%ig legitim. Hier, jetzt muss ich mich aber beschweren. Weißt du? Jetzt hast du innerhalb von 5 Sekunden den Traitor direkt random weggemacht. Das war die erste Runde, der ich Shotgun und Deagle gefunden habe. Das war nicht random, ich habe einen begründeten Verdacht und er hat sich bestätigt. Ja, aber jetzt mal quitt, jetzt machen wir es nicht mehr. Ich habe gesagt, das mache ich jede Runde. Gut, dann mache ich es bei dir auch. Ich hab schon wieder Deagle und Sniper. Das war die erste Runde, wo ich eine richtig gute Ausrüstung nicht gefunden habe, die ich als gesucht habe. Okay, Leon, machen wir doch Frieden, okay? Machen wir doch mal Frieden. Gut, gib mir den, jetzt ist wieder der Schweizer der Feind. Achtung, Disco! Nein, das ist. Oh, Leute. Ich find schade, dass man mit Granaten nicht Fenster kaputt schießen kann. Disco? Ich sag, das ist der Trick, also. Ich sag's, ich call's jetzt schon. Ich suche immer noch eine Deagle. Oh, ich habe eine Deagle gefunden. Gib die her. Ich warne dich noch einmal, gib die her. Nein. Und, ist es der Schweizer sicher? Gib die her. Gib bitte die Deagle. Nö.
Ja. Also was willst du? Ich trage uns auch gerade um den Diegel. Ich hab den Diegel diesmal. Ausnahmsweise mal. Das freut mich. Hey, ich versuche hier noch. Also ist es hier immer noch? Zu bauen, zum schauen, ob ich mal da hochkomme, aber da bricht mir die ganze Zeit. Ey! Mach kurz Platz. Triple Kill! Triple Kill! Alle drei mit der Lemon! Ich hab versehentlich noch auf Cedric geschossen, ey. Wie ging das mit dem Schweizer? Ja, du musst mich natürlich wieder mit der blöden Kiste einsperren. Ja, ja, hast du ganz toll gewartet. Wenn du weg davon gegangen wärst, dann wäre die Kiste... Chance of Revive 76%. So ja, du wärst wahrscheinlich schneller verbrannt, hast recht. Oh, das war geil. Aber ja, der Schweizer war es, ja. Und dann auch einfach schießen, weißt du, ich hab eine Kiste in der Hand. Das hat mich jetzt gefreut, das war jetzt gerade eine schöne Runde. Panik nach versehentlich auf dich geschossen, das tut mir diesmal wirklich leid. Ja, so ist es. Okay, okay. Mich verdächtigen und nachher... Es war eine vom Herzen aufrichtige Entschuldigung und du nimmst es nicht an. Ja, weil du mich schon am Anfang anders Trader beschimpfst. Ich bin dich nicht als Trader, ich habe begründeten Verdacht, dass jeder es ist außer mir. Ja, ja. Und ich kenne dich nicht so lange wie die anderen beiden, also habe ich ja doch begründet, so ein Misstrauensfaktor ist auch dabei. Die Chance ist immerhin bei 25%. Hast du so bestimmte Strategiespiele gespielt, die haben da auch immer so einen Misstrauensfaktor. Das ist bei mir schon noch so auf 80. Musst immer so sehen. Du meinst wie die Pyramiden von Berlin? Die Pyramiden von Berlin! Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gesehen, ja? Was habe ich erst nicht gesehen? Schon gut, ich gehe wieder weg. Das sagt er wieder einfach nur so, das hat er bei mir auch schon gemacht. Nee, das sah gerade ein bisschen verdächtig aus, aber ich sag ihm nichts. Wow, ich bin auch noch an zu schießen. Und ihr habt ja die. Wieso schießt wer auf mich mit der Shotgun? Lord, du hast ziemlich wenig Karma. Ja, weil ich eben den Dings, während du die Granate geschmissen hattest, habe ich wahrscheinlich auf Cedric geschossen. Ja, wollte ich gerade sagen, dass du den angeschossen hast, das sieht man. Aber der das Lustige war ja. Will hat mich gekillt. Das war ein random Kill. Angeschossen. Ja, der Lord hat dich nur angeschossen, ich hab dich dann mit dem Feuer noch gekillt. Ich glaube, ich hab nur ein oder zwei Mal getroffen, wie überhaupt. Ich hab fast nichts rausgekriegt. Ja, ist das hier die Map, wo man als Traitor das Gas aktivieren kann? Ich weiß nicht, bei der alten war das auf jeden Fall, aber bei der neuen weiß ich nicht, ob das geht. Hört sich auf jeden Fall Deutsch an. Boah, das ist nicht schlimm, dass du solche Sprüche ohne Witz. Es ist einfach, man aktiviert dann einfach was und dann kommt einfach, ich nenne es jetzt mal Rauch mit Gas. Nee, doch, Gas ist schon die richtige Bezeichnung. Und Gas ist ja kein Schlimmes, wenn ich jetzt Zyklon B sagen würde, wäre es was anderes. Alter, was hast du gemacht? Mich beunruhigt die erste Zeit Duschen stehen, also. Das ist immer schlimmer hier. Ja. Also die Map ist einfach... Okay, die spielen wir nie wieder, aus gegebenen Gründen. Ja. Die ist verdammt. Verdammt auf böse Sprüche. Hauptsache Folge. Ich würde gerne erzählen, dass eine Freundin sich mit mir von mir verabschiedet hat, oder das mache ich lieber nicht. Mit einem Forts? Oh fuck, aber schön. Ja, das war ein bisschen merkwürdig und ich fand es auch ein bisschen. Er fand es merkwürdig, hast du gehört? So, die vorletzte Runde ist das jetzt, sehe ich gerade. Lord, aber der war jetzt gut. Ich bin mal, also das war. Oh Mann, sind die. Jemand hat auf mich gesnipert, glaube ich. Hä? Ich habe das Glas aufgeschossen. Achso, ja, das ist mal wirklich. Ich habe den Schuss gehört. Das wäre jetzt. Wärst du Kuba gewesen, wenn der Amerika einmarschiert? Das wäre jetzt übelst random gewesen, wenn ich dich getroffen hätte. Am besten direkt ein Headshot. Auf der Rotspann ist noch einer. Mit einem Sniper. Ja. Oh ja, wenn du hochkommst, kriegst du eine Kugel zwischen die Augen. Und du auch. Wer ist dahinter? War das eine Drohung? Das war keine Drohung, das war ein Fakt. Ein Fuck. Ah, Alter, hat gerade. Stop resisting! Was soll denn der Scheiß? Du hast gerade auf mich geschmissen. Ich hab dich schon vorher auf die Treppe geworfen, du Arschgeige. Ja, das will ich doch nicht wissen. Doch, ich hab gesagt, komm nicht hoch. Ja, aber ich hab gesagt, hieß Polizei, ist doch nicht. Kommst du noch die Rutschbahn runter, bis die neue Runde anfängt? Du hast mir gedroht, ich hab mich angegriffen gefühlt. Ja, das ist wie in Amerika. Hauptsache, wenn man schwarz ist, ist man immer der Schuld. Wo bist du? Du warst halt schwarz, aber schuldig warst du trotzdem.
Ey, also die Runde macht. Die Runde ist jetzt einfach übelst. So, letzte Runde ist es. Gibt's hier eigentlich auch einen Traitor-Raum? Weil da wo. Ich wollte gerade schön zum Restaurant schießen, aber du musst natürlich wieder mal einen ganzen Spaß bei der. Das habe ich gemerkt, dass auf einmal wieder was vor mir stand ist, aber da habe ich schon direkt in die Schuhe gefallen. Du willst mich eigentlich verarschen? Du kommst hoch und schließt mich zuerst an! Ich hab gesagt, stop resisting, du hast dich widersetzt, also war ich gezwungen, genötigt. Ich muss ja jetzt mal ehrlich sagen, ich hab jetzt... mit denen ich dich dann zur Aufgabe gezwungen habe, die hat zwar damit zu tun gehabt, dass ich dein Gehirn über die gesamte Rutsche verteilt, aber du hast dich nicht mehr der Staatsgewalt widersetzt. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal den Havoc leiser machen müssen. Alle anderen ja. habe ich auf 120% gestellt, der Havoc ist jetzt aktuell nur noch auf 80%. Aber mal eine Frage, gibt's hier eigentlich auch so Traitor-Räume oder so? Ja, dann weiß ich nicht. Die alte Map besser. Was war das? Nein! Runde gewonnen. Spaß, ich hoffe, du krepierst. Easy. Mit 31 Punkten habe ich gesiegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei TTT. Ach komm.